Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Und ja, ihr seht schon, wir sind hier in unserem Mars Zoo. Und ich renne hier straight geradeaus durch und einfach einmal hier durch. Und ihr seht schon, erstmal habe ich hier einen Tunnel hingesetzt. Dann seht ihr, ich habe da links eine Kuppel. Und ich habe hier vorne diese Holzplanke. Woran liegt das? Ich will hier so eine mittelgroße Kuppel bauen. Und dafür habe ich mir diese Holzplanke hier mal schon mal hingelegt. Und wir haben ja in der letzten Folge jetzt hier hinten die Dings gebaut. Die Kuppel. Und ja, die ist ja ganz gut mit einer Krokodilkammer an. Wo sind sie? Da sitzt er. Und ja, was wir gemacht haben, ist okay. Ich habe das einfach rüber kopiert hier. Ihr seht schon, einfach auf andere Seite kopiert und gesagt, passt schon. Und es passt doch tatsächlich recht gut. Jetzt hatten wir aber gesagt, wollen wir hier in der Mitte eine mittelgroße machen. Die bauen wir hier. Und ja, dann vielleicht nochmal eine Kleinigkeit. Die nächsten 6 Folgen, inklusive dieser hier, werden vorproduziert sein. Wobei diese hier ist noch nicht wirklich vorproduziert, weil, ja, ist ja die erste vorproduzierte Folge. Die ist jetzt vielleicht einen Tag alt oder so, also genauso wie alle anderen. Aber danach, die werden ein bisschen älter werden und so. Einfach weil ich habe Klausurenphase, da will ich ein bisschen Zeit haben, die ich nicht mit YouTube verbringen muss. Und deswegen, wenn da irgendwas nicht ganz up-to-date ist, dann tut's mir leid. Oder genauso, wenn ich nicht direkt auf Kommentare antworte. Ich werde das natürlich dann machen, wenn ich mal, was weiß ich, Zeit habe oder so. Aber deswegen wird erstmal jetzt bis in Dezember rein dann, also wirklich spät Dezember, kurz vor Weihnachten dann, wird erstmal das meiste, was auf dem Kanal kommt, vorproduziert sein, sagen wir es so. Und deswegen, ihr werdet wahrscheinlich bemerken, dass ich minimal noch erkältet bin, gerade. Ich weiß gar nicht, warum, aber ist halt einfach so. Und deswegen, ja, warum bin ich in dem Menü drin gewesen? Okay, gut. Aber, ja, ich würde mal sagen, diese Folge fangen wir an, indem wir hier eine große oder eine mittelgroße Kuppel entwickeln. Und dann können wir nächste Folge hier diese Kuppel einrichten. Die übernächste können wir diese hier einrichten, die wir dann bauen jetzt heute. Und dann können wir darauf die Woche eine neue Kuppel bauen, was für eine auch immer das wird. Müssen wir noch gucken. Und dann, ja, gucken wir mal, wie das aussieht. Also mein Plan ist es immer, eine Kuppel pro Folge zu machen. Es sei denn, es sind größere. Also so eine kleine können wir pro Folge machen. Das geht. Viel mehr, dann aber auch nicht mehr. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn hier die Kuppel halbwegs steht. Oder, naja, was heißt halbwegs steht? Wenn ich halbwegs Fortschritt gemacht habe. Und dann, ja, bis gleich. So, ihr seht schon, wir haben hier unseren ersten Bogen. Und das ging auch jetzt recht schnell. Weil, ihr kennt das ja, wir bauen einfach nur eine Hälfte des Bogens. Und bauen dann, oder kopieren den dann auf eine andere Seite rüber. Und jetzt machen wir das einen Haufen mal im Kreis hier. So nehmen wir uns und drehen. Ich hoffe mal, dass die Drehachse hier auch mittig ist. Nein, ist sie natürlich nicht, weil dann passiert nämlich das hier. Das heißt, ich muss die ganze Zeit nachkorrigieren, dass die Achse auch wirklich mittig ist. Und glaubt es mir, das ist nervig. Ja, weil das habe ich bei der Kleinen auch schon machen müssen. Und dementsprechend, ja, gucken wir mal, dass das hier mittig sein soll am Ende. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, da seht ihr es. Hier haben wir unsere Kuppel so halbwegs fertig. Und sie hat wieder dieses geniale Muster hier oben. Also ich muss sagen, ich mag das einfach so gerne. Diese Muster, die hier runtergehen. Also, das ist einfach schon stark, finde ich. Aber gut. Dann habe ich jetzt noch eine effizientere Taktik gefunden, diese Dinger zu bauen. Weil man kann einfach, anstatt dass man die in einzelnen Streifen hier kopiert, immer einfach einen größeren Streifen nehmen. Und dann hat man exponentielles Wachstum an Geschwindigkeit sozusagen hier, wie man das baut. Und das halt auch vorteilhaft. Und ja, jetzt muss ich nur noch die Löcher flicken, die hier drin sind. Was immer ein bisschen schwierig ist, weil, ja, das Problem mit diesen Dingern ist halt, dass sie eben Löcher sind. Da muss man immer gucken, dass sie eben irgendwie zugehen, dass man passende Fenster findet und so. Also, würde ich mal sagen, setze ich mich da mal dran. Und dann seht ihr das nochmal. Und dann haben wir doch schon fast unsere Kuppel fertig. Und dann würde ich mal sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Erstmal schön 90 Minuten meines Lebens verschwendet, indem man hier Fußball guckt. Also weiß ich auch nicht, warum ich Hoffnung hatte, dass das irgendwie was Gutes ist.
Aber egal. Ihr seht schon, wir haben hier unsere Kuppel. So ungefähr mittig. Also ich habe mal geguckt, sie ist nicht perfekt. Fällt mir gerade wieder auf. Also nehmen wir die beiden hier. Dann ist vielleicht ungefähr mittig, oder? Ja. So ganz mittig kriegen wir sie, glaube ich, gar nicht hin, oder? Kriegen wir die ganz mittig? Na komm. Hier so. Jetzt. So, jetzt sollte sie mittig sein, oder? Ah, ist auch egal, sie muss nicht ganz mittig sein, sie kann nicht perfekt stehen. Wenn wir von oben drauf gucken, sieht so aus. Ansonsten, ihr seht schon, die ist vollständig geschlossen. Und das hat seine Gründe, weil dann habe ich sie modular. Also das habe ich hier bei denen vergessen. Ich habe die nicht als vollständig geschlossen gespeichert. Deswegen, ja, weiß ich noch nicht, wie ich das mache mit denen. Die habe ich nur als so eine Dreier-Konfiguration. Das heißt, ich muss mindestens drei Dinger dran haben immer. Drei Tore. Die hier speichere ich mir jetzt so einmal ab. Und schon haben wir eine wunderschöne Kuppel hier. Und das ist die mittlere Kuppel. Und eine große designen wir dann später auch. Und die ist dann nochmal ein bisschen größer. Aber egal. Bauplan-Tags und dann kommt hier jetzt dran, wo war großes Gebäude? Das war ganz unten irgendwo da. Großes Gebäude, da haben wir es doch Bauplan erstellen. Und ja, wie gesagt, wenn wir reingucken, wir haben wieder unser Standard-Wabenmuster hier oben. Oder Wabenmuster ist es gar nicht. Aber dieses schöne Muster, ich mag das eigentlich, wenn man hochguckt und dieses in sich Verdrehte sieht. Das sieht irgendwie stark aus. Dann wiederum haben wir ja das, dass es halt immer dunkler wird nach oben. Das hat auch, finde ich, wieder was. Weil ihr seht, je weiter ich nach hier gehe, desto heller wird die Sonne und der Himmel. Gehe ich nach hinten, irgendwann verschwindet die Sonne fast komplett. Also hier in der Mitte ist sie fast weg. Und ansonsten hier sehen wir sie nur noch so als so ein dimmes Licht da oben. So ein kleiner Kreis, so ein kleiner gelber Kreis da. Ich mag diesen Effekt, den das hat. Deswegen, ja, passt das alles. Und ich weiß nicht, ich würde mal sagen, wir haben jetzt mit dieser Folge erstmal genug gemacht. Also es hat mich da ein bisschen länger gekostet, Zeit gekostet, hier diese Kuppel zu bauen und zu feintunen und so. Und ja, dann haben wir jetzt hier die Kuppel fertig designt. Und wie gesagt, nächste Folge, also ich weiß nicht, ich glaube, wir haben heute tatsächlich dann wieder eine etwas kürzere Folge, aber ist dann so. Nächste Folge designen wir dann hier diese Kuppel. Ich weiß noch überhaupt nicht, was ich hier reinpacke. Und deswegen lasst euch überraschen. Ihr könnt natürlich schon mal Vorschläge reinschreiben in die Kommentare, was ich in unbedingt hier in diesen Zoo reinpacken soll. Also wirklich, wenn ihr da Vorschläge habt, haut sie unbedingt rein hier, weil dann kann ich sie einbauen. Irgendwann dann, nachdem ich produziert habe. Und ja, das ist dann so. Wenn ihr sagt, hau unbedingt Eisbären rein, das wird schwierig, aber könnte man sich überlegen. Jetzt, wo ich es gerade gesagt habe, das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee für so eine riesen Kuppel hier, wo du dann wirklich mit Schneeeffekten arbeiten könntest und so. Das wäre interessant. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche interessanten Tierarten habt, die wir hier unbedingt reinhauen sollen, dann sagt Bescheid und schreibt es in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.